Es spricht Bernhard Purin, Direktor des Jüdischen Museums München. Marc Chagall gehört natürlich zu den bekanntesten jüdischen Künstlern des 20. Jahrhunderts. Und bei Marc Chagall denkt man natürlich auch, wie bei anderen russisch-jüdischen Künstlern, daran, woher die kommen, nämlich aus dem Städtel, aus den kleinen jüdischen Ansiedlungen. Und das sieht man dann auch in ihrem Werk, dass sie vor allem in ihren Frühwerken, dass sie wie im Chagall auch ganz stark aus der jüdischen Volkskunst schöpfen.